Ja, ich beginne schon mal mit der Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wobei Sie den Kurzabriss alle in Ihrem Kurzprogramm ja auch schon lesen können. Trotzdem gehe ich mal von der rechten Seite von mir aus gesehen, von Ihnen aus links. Gabriele Lonz ist Referatsleiterin im Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz und für medienpädagogische Grundsatzfragen dort zuständig. Neben ihr sitzt Anja Schillerneck, die Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin. Philipp Schmidt, Ihnen allen jetzt bekannt, und ich glaube, ich habe jetzt die etwas undankbare Aufgabe, dass ich dafür sorgen muss, dass die anderen auch noch was sagen können, obwohl der Großteil des Publikums Ihnen wahrscheinlich noch 2 Stunden hätte zuhören können. An meiner linken Seite sitzt Luise Ludwig, Geschäftsführerin Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz, nicht Kompetenz, an der Johannes-Gutenberg-Universität. Da kannst du ja vielleicht gleich noch etwas zu sagen. Michael Kretschmer ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, für Bildung, Forschung, Kunst, Kultur und Medien zuständig, steht hier. Und Sabine Frank, Leiterin Jugendschutz und Medienkompetenz bei Google Deutschland. Ich würde Sie gerne zum Einstieg, weil wir jetzt über Philipp Schmidt schon so viel wissen, jede und jeden von Ihnen mit einem Satz bitten zu sagen, was ist Ihr beruflicher Tätigkeitsbereich oder auch Ihr privates Interesse an diesem Thema? Sabine, magst du anfangen? Ich habe die dankenswerte Aufgabe, das zu tun, und das Glück, dass mein Tätigkeitsschwerpunkt in meiner Jobbezeichnung schon sehr ausführlich beschrieben ist. Ich kümmere mich um Jugendschutz und Medienkompetenz, und Bildung ist ein Teil, oder Medienkompetenz ist ein Teil von Bildung, und das ist sowohl mein berufliches als auch mein privates Interesse, warum ich hier bin. Das waren jetzt 2 Sätze, ich hoffe, das war okay. Okay. Herr Kretschmer. Ja, es ist schon so, dass, sagen wir mal, Schule die Aufgabe hat, ja, für das Leben zu bilden, und da das Leben in Zukunft immer mehr digitale Medien umfassen wird und die Medienwelt umfassen wird, ist es wichtig, dass wir die Kinder und Jugendlichen bereits in der Schule damit vernünftig befassen, damit sie dann selbstbestimmt damit umgehen, wie das geht, wie man das richtig macht. Das ist ein spannendes Feld und wird heute nicht beantwortet werden, aber vielleicht ein paar Anregungen kann es geben. Danke. Ja, mein Bezug ist, dass ich Lehramt studiert habe und dann aber nicht als Lehrerin tätig war, sondern an die Universität gewechselt bin und dort jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Thema Tablets in Lehr- und Lernprozessen promoviere und gleichzeitig die Aufgabe habe, den interdisziplinären Forschungsschwerpunkt an der Johannes-Gutenberg-Universität zu leiten und noch dazu aus dieser Funktion heraus die Möglichkeit habe, in diesem interessanten Expertenkreis mitzuarbeiten und sozusagen private, berufliche Interessen hervorragend miteinander verbinden zu können. Schön, vielen Dank. Frau Schillerneck. Ja, wo soll ich anfangen? Ich glaube, man könnte ganz viele Punkte benennen, aber zentral, ich bin zum einen Mediennutzerin selber, ich bin Wissenschaftspolitikerin seit längerem, und die Frage, wenn es um Bildungsprozesse geht, Bildung ist einer der Lieblingsauseinandersetzungspunkte in der Politik, weil das Schöne und gleichzeitig das Schwierige ist, dass wir alle hervorragend über Bildung reden und streiten können. Frau Lonz, streiten Sie auch? Ja, vor allem streite ich im Moment mit den Schwerpunkten, die ich nennen soll. Mir geht es also ähnlich. Ich habe zum einen eine Erfahrung von über 20 Jahren als Lehrerin und habe solche Sachen wie Mozilla und Mosaik auch von Anfang an gekannt und war, glaube ich, eine der ersten, die das auch mit ihren Schülern erlebt hat. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt seit 2007, habe ich genau das getan, was heute Thema ist, mit dem Landesprogramm Medienkompetenz macht Schulen, nämlich das Lehren und Lernen mit digitalen Medien in die rheinland-pfälzischen Schulen zu bringen. Ja, vielen Dank. Ich denke, darauf, wie Sie das machen in Rheinland-Pfalz, werden wir im Folgenden noch zu sprechen kommen. Die Abschlussdiskussion des heutigen Tages steht unter dem Motto Lernen mit digitalen Medien revolutionär oder überschätzt.
Allererstes Zwischenfazit kann man, glaube ich, ziehen und sagen, das Oder müssen wir irgendwie ersetzen, weil es ist sicher revolutionär. Vielleicht kann man sagen, und trotzdem überschätzt und das mit einem Fragezeichen versehen, dem, denke ich, sollten wir uns im Laufe der Podiumsdiskussion annähern, damit wir alle ein bisschen auf den gleichen Stand kommen. Das ist ja eine Abschlussveranstaltung nach einer mehrmonatigen Arbeit eines großen Kreises von Expertinnen und Experten. Wir haben vorhin gerade noch mal über den Begriff Multi-Stakeholder nachgedacht oder ob man auch ein bunter Haufen sagen könnte von Menschen mit sehr unterschiedlichen Interessen, unterschiedlicher beruflicher Herkunft. Ich würde gerne Sabine Frank und Luise Ludwig, die beide mit mir im Kernteam dieser Initiative waren, bitten, noch mal kurz vorzustellen, was in den letzten 4 Monaten etwa dort die wesentlichen Themen waren. Ja, ausgehend ja von einer OHU, was wir heute schon mehrfach gehört haben, digitale Integration und Medienkompetenz, haben wir uns ein Jahr lang in dieser geschlossenen, kleineren Arbeitsgruppe beschäftigt mit diesen Themen digitale Integration und Medienkompetenz und sind sehr schnell, nicht erst aufgrund des Zwischenberichts der Internet-Enquete, zu der Erkenntnis gelangt, dass Medienkompetenz eine Querschnittsaufgabe ist und dass diese vor allen Dingen für Bildungsinstitutionen so zentral ist. Und deswegen haben wir uns dann ein Jahr, nachdem die OHU die Arbeit aufgenommen hat, zu dieser Initiative entschlossen und haben jetzt mit einem Auftaktworkshop zu Open Educational Resources im September uns live in 3 Workshops getroffen zu unterschiedlichen Themen im Spannungsfeld von digitalen Bildungsmedien, Endgeräten, aber auch Herausforderungen, die sich daran anschließen und haben uns dieser großen Aufgabe genähert, die man heute ja auch in den ganz unterschiedlichen Workshops hat sehen können. Und was ich noch einen Satz dazu sagen möchte, ist, dass wir auch den Abschlussworkshop heute nicht als Abschluss und Ende verstehen, was man auch darin sieht, dass wir heute noch nicht unseren Abschlussband vorgelegt haben, sondern dass wir weiter im Prozess sind und dass das auch ein neuer Auftakt für Neues und vielleicht auch für neue Kooperationen und für neue Denkanstöße ist. Und genauso ist diese Veranstaltung gemeint. Und deswegen gibt es eigentlich für uns keinen Abschluss, sondern einen neuen Auftakt. Vielleicht darf ich ganz kurz noch ergänzen. Sie haben alle den Zwischenbericht vor sich liegen und sehen vielleicht da auch im Inhaltsverzeichnis letztlich die 4 Bereiche, mit denen wir uns denn inhaltlich und thematisch sehr beschäftigt haben. Und wir haben lange darüber nachgedacht, wie können wir die unterschiedlichen Bereiche wirklich sinnvoll gliedern. Weil ich glaube, wir haben auch heute gehört, der Bereich der Bildung ist so breit und die Voraussetzungen und auch das, worüber wir nachdenken müssen, ist so divers, dass es ganz schwer ist, überhaupt eine Gliederung zu finden. Also haben wir uns mit ganz unterschiedlichen Arten von Grundlagen beschäftigt, Konzepte und Potenziale, auch da wieder in verschiedenen Bereichen herausgearbeitet. Lernen mit freien Bildungsmedien und was ist wirklich frei, haben wir heute auch gehört, ne? Und wie ist was frei? Ganz spannendes Thema vielleicht auch noch für die Vertiefung gleich. Und was mir wichtig erscheint, ist auch der Bereich der Vision. Wir müssen gucken, wo können wir denn hin und sind die Antworten, die wir heute scheinbar haben, wirklich die, die wir haben? Und Luise Ludwig sehr richtig gesagt hat, wir verstehen das zwar als Abschlussworkshop, aber gleichzeitig als Auftakt mit Ihnen und auch mit den Vertretern der Politik zu reden, wie können wir die Erkenntnisse oder auch Zwischenerkenntnisse, die wir gewinnen konnten, in praktisches Handeln umsetzen. Ich würde gerne den einen Punkt aufgreifen, Open Educational Resources. Eine der 10 Arbeitsgruppen haben wir insgesamt gehabt, hieß Open OER Aufklärung, wo sich schon im Titel deutlich macht, vorhin gab es auch einen Tweet heute Morgen, wofür steht die Abkürzung OER? Wir müssen, glaube ich, erstmal deutlich machen, was verstehen wir überhaupt darunter, um dann zu sehen, an welchen Stellen müssen entsprechende Entscheidungen getroffen werden. Jetzt fand ich in Ihrem Vortrag, Herr Schmidt, sehr interessant, dass Sie gesagt haben, Open Educational Resources, das ist im Grunde genommen Internetkultur pur. Das ist eine Übersetzung dessen, was Internetkultur ist in den Bildungsbereich, in den Bereich der Bildungsressourcen. Wie kann man das denn
wenn man dieses Verständnis hat, weitertragen, sodass wir das tatsächlich dann auch auf die Ebene kriegen, wo Entscheidungen zu diesen Open Educational Resources getroffen werden müssten. Ja, also ich glaube, es ist schon Teil der Internetkultur in dem Sinne, dass zum Beispiel die erste Open-Content-Lizenz von jemandem geschrieben wurde, der die Open-Software-Lizenz genommen hat und die quasi übersetzt hat. Also Open-Content, die bevor es Creative Commons-Lizenzen gab, das war eine Übersetzung von der GNU Public License. Also das kommt schon, diese neuen Mechanismen des Teilens oder des Verbreitens kommt schon aus dieser Internetkultur. Ich glaube, was für OER aber auch ein wichtiger oder ein Ursprung ist, dass die Akademie oder also das Forschen und die Wissenschaft ja eigentlich auch im Kern eine offene Aktivität ist. Also diese Idee, dass wir stehen auf den Schultern von Giganten, man entdeckt ja eigentlich, wenn man keinen Zugang zu dem hat, was die anderen vor einem schon entdeckt haben, dann ist es ja unheimlich schwer, neue Sachen darauf aufzubauen. Das heißt, ich glaube, so vom Ansatz her ist das eigentlich auch, müsste das der natürliche Instinkt des Akademikers sein, die Sachen zu teilen mit anderen und Feedback zu bekommen und diese Offenheit. Und da ist vielleicht, was da so ein bisschen fehlt, ist vielleicht, dass man sich da so zurückerinnert. In Ländern sind politische Ansätze auch sehr erfolgreich gewesen. Also ich glaube, das ist einer der Punkte, wo die Politik doch meiner Meinung nach ein recht leichtes Argument hat, zu sagen, wenn die öffentliche Hand hier Geld ausgibt für diese Materialien, dann müssen die auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Und eine offene Lizenz ist eben ein Weg, das mehr Menschen zugänglich zu machen. Und trotz dem wahnsinnigen Proteststurm, der dann da zuerst kommen wird und auch in vielen anderen Ländern gekommen ist, stellt es sich ja dann in der Regel doch hinaus, dass die Leute, die Textbücher, zum Beispiel Australien als Beispiel, dass die Leute, die diese Lehrmaterialien erstellen, ja trotzdem weiter existieren und dass diese Geschäftsmodelle eben nicht komplett zerstört werden, allein dadurch, dass man verlangt, dass diese Bücher öffentlich lizenziert werden. Und ich komme auf deine Frage noch zurück, es ist nicht vergessen. Okay, dann gebe ich doch jetzt diese Frage gleich mal an die Politik weiter. Frau Schillerneck, wie beurteilen Sie das und sehen Sie Möglichkeiten auf politischer Ebene, die Frage um Open Educational Resources voranzubringen, ohne dass wir jetzt gleich die Urheberrechtsdebatte aufmachen? Ja, ja, ich sehe schon, das ist die Arbeitsteilung hier vorne. Ohne Urheberrechtsdebatte, spannender Auftrag. Ich kann vielleicht mal die Brücke schlagen, dann auch zu der wiederum aber auch Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen Debatte, weil es ist ja eigentlich fast im Kern dasselbe, nämlich die Frage, soll ich oder muss ich vielleicht auch als Politik mich dafür einsetzen, dass Wissen, das öffentlich finanziert wird, insgesamt auch allgemein frei zugänglich ist. So, wo ich sage, wo auch, ich sag mal, meine Partei, ich bin Abgeordnete von den Grünen, ganz klar sagen, ja, aber selbstverständlich muss das zugänglich sein. Die Frage ist, wie wir das organisieren, so dass es halt ein fairer Prozess ist. Wie die Frage ist, wie, ich sag mal, zum Beispiel ein Textbuch, die Zulassung bekommt, ein Textbuch an einer Schule zu werden. Ich glaube, das können Sie einfacher und besser und vor allem kompetenter beantworten als ich, weil Sie wahrscheinlich sehr viel eher in den Prozess eingebunden sind. Aber ich glaube, der allererste Schritt muss sein, dass Politik selber, gerade Bildungspolitik, den Anspruch formuliert, dass wir frei zugängliche Materialien haben wollen und dass wir den Einsatz auch aktiv fordern und fördern. Ich weiß aus der Praxis von sehr vielen, ob das jetzt Lehrer, Lehrerinnen sind oder Menschen, die an Hochschulen unterrichten. Es wird ja mit vielen Dingen so umgegangen, als seien sie frei zugänglich. Und vielleicht muss man sich ja mit dieser Realität auch irgendwie anfreunden und dem stellen. Und ich glaube, es kann die Reaktion darauf, die passende, kann nicht sein, zu sagen, es ist alles verboten, also kontrollieren wir jetzt, dass es nicht passiert wird. Sondern das Faktische, was ja passiert, deutet ja darauf hin, dass es offensichtlich diesen Bedarf gibt. Herr Kretschmer, Unterstützung oder Gegenrede? Naja, zunächst mal bin ich beeindruckt, wie weit die Diskussion und über welche grundsätzlichen Fragen Sie sich Gedanken machen. Ich war am Montag bei einer ähnlichen Veranstaltung, also mit dem ähnlichen Thema, aber auf einem ganz anderen Niveau der Diskussion.
Und ich habe dort gesagt, wir brauchen zunächst erstmal, wenn wir das ernst meinen, sagen, wir reden auch über Schulen und über die Wissenschaft, ja, verschiedenste Wege, die parallel gehen müssen. Sie sind hier 3-4 Schritte, glaube ich, in der Diskussion voraus zu dem, was heute Alltag ist. Nämlich die Frage, was wollen wir und wie soll das dann am Ende konkret gehen? Was geht überhaupt? Das ist für uns alle ganz, ganz wichtig, weil damit ja zusammenhängt, wie bildet man heute beispielsweise Lehrer aus? Was vermitteln wir in der Forschung? Wie bauen wir Schule auf den Einsatz welcher Medien, welcher auch Hardware und Software wollen wir in Zukunft setzen? Also eine spannende Diskussion, aber eine, die 99% der in diesem System damit Beschäftigten total überfordert, weil sie sich darüber wenig Gedanken gemacht hat. Deswegen ist es gut, dass sie es tun, aber muss ich erstmal ein bisschen Luft holen. Das zweite konkrete, öffentliche Zugänglichmachung ist in aller Regel heute Bestandteil von staatlich finanzierter Forschung und von Aufträgen. Frei zugänglich, was ja etwas anderes gemeint ist, ist es noch nicht. Wir werden möglicherweise in dieser Woche einen großen Durchbruch erleben oder zu Beginn der kommenden, wenn es um das sogenannte Zweitverwertungsrecht geht. Ein erster Schritt, der dann aber auch mal zeigt, dass sich in diesem Bereich etwas bewegt. Und die Sache ist nicht so kompliziert, wie man meint. Wir brauchen lediglich eine Umstellung der Akteure. Heute finanzieren die Bibliotheken, indem sie Bücher kaufen, die Verlage. In Zukunft müssen wir, das ist auch in der Wissenschaft zum Teil auch schon angekommen und wird auch praktiziert, einfach in dem Moment, wenn ein Wissen produziert wird, die Veröffentlichung finanzieren und dann ist sie nicht nur öffentlich zugänglich, sondern auch frei zugänglich. Also einfach ein Wechsel, in anderen Ländern ist er schon da. Das ist mit Sicherheit heute noch nicht akzeptiert, aber es gibt aus meiner Sicht gute Chancen. Was das bedeutet für Schulbücher oder für Unterrichtsmaterialien, das ist, glaube ich, nochmal, steht auf einem anderen Blatt. Und das würde mich auch interessieren. Ich habe das am Montag, haben wir das auch spannend diskutiert. Da ist die Praktikerin mal gefragt. Ich glaube, da sind noch zwei verschiedene Welten nebeneinander. Ich gebe gleich an Frau Lonz. Ich würde trotzdem, weil ich glaube, es sind nicht alle so weit in der Debatte drin, Sie bitten, mit einem Satz zu erklären, was Sie beim Zweitverwertungsrecht an Durchbruch erwarten. Was heißt es konkret? Kann ich alle Geheimnisse verraten? Okay. Aber es ist so, also wir haben ja die Diskussion, die Frage, wir wollen ein Zweitverwertungsrecht etablieren, sprich nach einer Schonfrist sollen öffentlich geförderte Werke auch in Open Access veröffentlicht werden. Das ist ein großer Kampf und wenn ich das so richtig beobachte, gibt es aber jetzt Bewegung zwischen den Verlagen und zwischen der Wissenschaft und wenn das gelingt, dann haben wir eine vergleichsweise lange Schonfrist, aber wir haben den Einstieg in die Diskussion und dann sind wir dabei und dann wird sich das über die Jahre entwickeln, dann ist der erste Schritt gemacht. Wer wird da geschont in der Frist? Der Urheber. Und es ist ja auch so, muss man ja sagen, ich glaube, das kommt man, wenn man etwas weiter darüber nachdenkt, auch zu dem Punkt, es ist ja nicht so, dass der Staat, nur weil er eine Forschung finanziert, jetzt den Anspruch hat, alleiniger Eigentümer zu sein, sondern dahinter steht ja immer noch eine Leistung, eine wissenschaftliche Leistung, eine individuelle Leistung des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftler. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch diese Leistung noch zu berücksichtigen, auch wenn sie ja der Staat mit öffentlichem Geld finanziert hat. Wie lange Schonfristen sein dürfen im digitalen Zeitalter, können wir dann auch noch mal reflektieren, weil sehr wahrscheinlich haben wir ja doch einen viel höheren Erneuerungs-, Aktualisierungs- und Innovationsdruck. Aber Frau Lonz, an Sie die Frage, wie ist das in der Praxis? Ja, das ist eine schwierige, keine gute Frage, sondern eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich versuche es mal von der Praxisseite her. Es ist ja so, ich denke mir, eine ganz wichtige Sache ist ja bei Schulbüchern, dass die unterstützen sollen, das, was in Zielvereinbarung, so nenne ich extra, auch festgelegt worden ist, wo man gucken muss,
sind die konform mit den Lehrplänen und so weiter, gehen die in die richtige Richtung, helfen die, unterstützen die. So, jetzt mache ich mal einen Unterschied zwischen Fächern. Ich denke mir, in Mathematik und Physik ist es ziemlich einfach zu sagen, was also inhaltlich, qualitätsmäßig da drin stehen müsste. Es wird schon sehr, sehr viel diffiziler, wenn man in Sozialkundebücher geht, gesellschaftswissenschaftliche Bücher. Und dafür gibt es ja in verschiedenen Ländern, ist ja auch eine Sache, dass ein Prüfungsgremium da ist, die sagen, die und die Schulbücher sind dazu zugelassen. Und da stellt sich schon mal die erste Frage. Wie sieht eine Qualitätssicherung in einem digitalen Fall aus? Das ist die eine Sache. Das zweite ist, dass tatsächlich, wenn man sich, und dafür war ich auch lang genug Lehrerin, es auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, viele Kollegen, die ganz tolle Materialien sich raussuchen und im Internet finden und sagen, die passen genau in meinen Unterricht. Das ist ein Beiwerk. Und da traue ich auch jedem Lehrer zu beurteilen, kann ich das für meinen Unterricht benutzen oder nicht. Und das ist das Schwierige zum einen, dass man diese zwei Sachen zusammenbringen muss. Und das andere ist halt, dass man sich überlegen muss, und da hat ja auch im letzten Jahr schon so eine Initiative stattgefunden, dass jetzt die Schulbücher digital werden. Aber da muss man sich überlegen, wie sehen denn qualitativ sehr gut hergestellte Textbooks, wie sieht es denn da mit den Lizenzen aus? Was gibt es da für Lizenzmodelle? Lassen die sich eins zu eins übertragen auf das, was immer ein Schulbuch gewesen ist? Und das ist das Problem. Wer sorgt für die Qualität? Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und dass es halt auch diese zwei Lager gibt, die einen sagen, wir können das professionell, wir machen das schon seit Jahren und wissen von den Bedürfnissen. Und auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz, ganz viele motivierte, engagierte Kollegen, die sagen, wir brauchen das eigentlich nicht mehr, weil das ist ja schon alles im Netz. Und das zusammenzubringen und in eine digitale Zukunft zu führen, das ist eine große Herausforderung. Wir öffnen die Diskussion gleich auch fürs Publikum. Ich würde aber gerne vorher noch mal versuchen, ein bisschen auch das, was vorhin in den Workshops stattgefunden hat, was ja letzten Endes die Arbeit der Initiative über die letzten Monate reflektiert, mit in die Runde hier mit reinzunehmen. Und dieses Beispiel der Lehrkräfte in der Schule gibt mir da einen schönen Anlass zu. Ich habe vorhin ein bisschen in die Workshops reingeschaut und der Workshop, in dem es um den Einsatz digitaler Medien in der schulischen Bildung ging, da stand dann die Frage im Raum, wer macht denn eigentlich den Unterricht? Diese Idee mit dem Schulbuch, das ist der Lehrer, der anhand dessen, was im Textbuch ist oder im Schulbuch den Unterricht macht, ist ja möglicherweise mit digitalen Medien auch gar nicht mehr gegeben. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, in welchen Bereichen kommen wir denn schon dahin, dass Lernen so stattfinden kann, wie Sie es aus dem Media Lab gezeigt haben. Da war vorhin schon eine Wortmeldung aus dem Publikum, das findet ja vielfach schon statt, anscheinend auch in Schulen. Sehen Sie das so? Ist das so? Haben wir Schulen, an denen die Schüler den Unterricht machen und weder auf das urheberrechtlich geschützte Schulbuch angewiesen sind, noch darauf, dass der Lehrer ihnen den Einsatz des Schulbuches zeigt? Herr Kretschmer, Luise, ja, du kennst Beispiele aus Schulen. Ich finde, wenn es das gibt, dann sind das ganz wichtige Ergänzungen, die man auch fördern muss. Aber, und jetzt muss man wirklich auch immer sich, die Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit, sagt Volker Kauder immer. Also ich würde raten, sich dann wirklich mal anzuschauen, Schule, Lehrer, wie ist das System heute? Und jetzt darf man das nicht überfordern, weil man dann sofort das Gegenteil von dem erreicht, was, glaube ich, alle in diesem Raum wollen, nämlich einen breiteren und selbstverständlicheren Einsatz dieser Medien. Und die Wahrheit ist, dass der überwiegende Teil der Lehrer heutzutage mit diesen Themen absolut überfordert ist. Weil das System, auch Schule heute, mit vielen, vielen Dingen überfordert ist. Das heißt aber nicht, dass man das nicht machen soll, sondern dass man das auch
dafür sorgen muss, dass die Anwendung häufiger und breiter stattfindet. Ich rate auch dort dazu, dass man das von unten aufbaut. Das heißt, diejenigen, die heute an der Universität ausgebildet werden, für die muss das eine Selbstverständlichkeit werden. Und dann muss man auf der anderen Seite diejenigen unterstützen, die heute schon als Lehrer in der Lage sind, das Ganze umzusetzen. Und das ist nicht der größte Teil, sondern das ist der kleinere Teil, aber möglicherweise ein ganz wichtiger, weil das sind überzeugte und kundige Leute und die sind ja dann gute Vorbilder bei sowas. Forderung sind wir uns alle einig, aber von den Forderungen nochmal zur Realität. Stichwort vorhin, die letzte Frage an Philipp Schmidt war irgendwie so, also ich habe das dann getwittert, ist das Internet nicht das reale Leben? Ja? Und ich finde, hier geht die Diskussion gerade am realen Leben vorbei, weil die Frage ist doch, wollen wir die Wirklichkeit betrachten? Welche Wirklichkeit ist das und was ist zeitgemäßes Lernen? Ja? Wenn wir ihre Säulen aufbauen, dann geht der Aufbau an der Wirklichkeit vorbei und an einem zeitgemäßen Lernen. Und zeitgemäßes Lernen ist aus meiner Sicht eben auch nicht die Frage danach, wie schaffen wir es jetzt, das Schulbuch zu digitalisieren. Weil wenn wir uns damit beschäftigen, wie bringen wir digitale Geräte, und damit haben wir die ganzen Kontextdiskussionen, die wir immer hatten, keine geeigneten Geräte, K.O.-Kriterium gegen den Einsatz von digitalen Medien, die haben wir derzeit durch die technologischen Innovationen mit Tablets nicht mehr. Die aber als bloße Substitutionsgeräte für das gedruckte Buch zu verwenden oder im besten Fall noch als Surfbrett, geht auch an der Realität völlig vorbei. Ja. Und deswegen ist die Frage doch, wie schaffen wir es? Und das schaffen wir nicht, indem wir mühsam Säulen aufbauen, geeignete Lehr-Lernkulturen zu etablieren und gleichzeitig geeignete Bildungsmedien bereitzustellen. Und das ist die Frage, die mir Lehrerinnen und Lehrer stellen. Die sagen nicht, sie wollen das nicht, sie sind damit überfordert, sondern sie setzen die Geräte gerne ein, wenn sie funktionieren. Das haben wir geschafft. Wir haben jetzt die Geräte, die funktionieren. Und jetzt brauchen sie noch qualitativ hochwertige, und da stimme ich Ihnen völlig zu, geeignete Bildungsmedien. Frau Schillerneck. Ja, ich wollte an der Stelle, weil es juckt mich dann doch, mal darauf hinweisen, dass diese Vorstellung von einer anderen Beziehung im Lernen, von selbstgesteuerten Lernen, von dem, was jetzt gerade dann als zeitgemäßes Lernen bezeichnet wird, die Diskussion haben wir in den Erziehungswissenschaften ja schon ganz lange. So, ich habe vorhin nicht umsonst durchaus dann über meinen Lieblingskanal Twitter zugegeben, dass mich das Bild total erinnerte an das, was ich gesehen habe in der Laborschule Bielefeld und in der dortigen im Oberstufenkolleg. Weil ihr arbeitet seit ganz langer Zeit genau so, mit einer offenen Fläche, mit einem starken Ansatz von Selbststeuerung, Selbstorganisation des Lernprozesses und nicht mit einem direktiven Ansatz von Lernbeziehung. Da steht die Lehrerin und die sagt an, wann, was, von wem, wie zu tun ist. Im positiven Fall dann auch noch runtergebrochen und unter Berücksichtigung der Heterogenität der Lerngruppe, was ja ganz, ganz oben drüber immer steht, sondern hat ein völlig anderes Bild von Bildungsprozessen schon ganz lange entwickelt. Die Diskussion lässt sich zurückverfolgen bis in die Reformschulbewegung. Das ist schon ganz schön lange. Das heißt, wenn ich jetzt über zeitgemäße Bildung rede, rede ich nicht nur davon, dass ich ein anderes Verhältnis als das, was immer wieder als Normalfall skizziert wird, was ich aber selber auch, wenn ich mich mit Schule beschäftige, wenn ich mit Lehrerinnen, mit Schülern, mit anderen am Bildungsprozess Beteiligten, das können ja auch andere Professionen sein, oder andere außerschulische Lernangebote, die gehören ja auch alle dazu. Wenn ich mir das angucke, sehe ich schon längst nicht mehr diese versäulte klassische Realität, sondern frage mich eher, wie können wir auch andere Angebote von Lernmitteln und Lernmedien sinnvoll in das, was ich als eigentlich schon lange als Ideal formuliert habe, von Bildungsprozess einbinden. Ich glaube, das ist die Frage. Und ja, da spielt gerade Lehrerbildung eine ganz große Rolle, auf jeden Fall. Wir sind ja in Berlin mal wieder am Lehrerbildungsgesetz novellieren. Und ich finde das sehr gut, dass sich auch Gruppen wie der Runde Tisch Medienbildung da sehr aktiv einbringen. Und auch die Frage der Infrastruktur. Also es reicht nicht, wenn ich die digitalen Whiteboards ins Klassenzimmer hänge. Die müssen auch gewartet werden. Und ich glaube, das ist so ein Pferdefuß, wo es sich Politik gerne mal leicht macht und eine rote Schleife
durchschneidet und hinterher sagt, aber die Technik ist doch da. Ich glaube, das sind die Punkte, über die wir an der Stelle diskutieren müssen. Nun hat Luise Ludwig ja eben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir mit Tablet-PCs im Moment Geräte zur Verfügung haben, die weitgehend wartungsfrei in vielen Schulen auch schon eingesetzt werden können. Ich gebe Ihnen recht, wir dürfen das für bestimmte technologische Bereiche nicht außer Acht lassen. Aber nichtsdestotrotz, die Technik ist vorhanden. Sie würde ermöglichen, eben auch veränderte Strukturen in den Bildungsprozessen zu erlauben. Auf der anderen Seite gibt es dann Beispiele, die du vorhin auch zitiert hast, dass diese Technologie schon wieder im Grunde genommen von der anderen Seite herkommt, dass also Anbieter da sind, die den Schulen Systeme verkaufen, mit denen man die Laptops für den klassischen die Tablet-PCs für den klassischen Frontalunterricht einsetzen kann und auch nur dafür und gleichzeitig mit einer Monitorfunktion, sodass der Lehrer überwachen kann, dass die Tablets von den Schülern nicht dazu genutzt werden, im Unterricht auf Facebook zu gehen, dann muss ich doch eigentlich dahin kommen und sagen, ich muss nicht in der Lehrerbildung daran arbeiten, dass die lernen, mit den technischen Geräten umzugehen, sondern wir müssen eigentlich immer noch daran arbeiten, diese Lehr-Lernstrukturen zu verändern. Gut. Herr Schmidt, Sie wollten noch ergänzen. Das Media Lab, also ich bin natürlich noch nicht so lange dabei, das gibt es schon seit 25 Jahren. Also wenn man da so, einfach um da nochmal aufzubauen. Und dann finde ich das sehr schwierig, immer nur zu gucken, wie das System heute ist. Also ich verstehe das, den Ansatz da, und ich glaube, es ist auch wichtig, die Lehrer oder darüber nachzudenken, was wirklich Sinn macht für die Lehrer. Aber ich finde, man muss nach vorne gucken und man muss gucken, in welche Richtung das gehen kann. Und man muss auch da zum Teil neue Möglichkeiten vielleicht mal ausprobieren, die da das System ein bisschen schocken. Und ich bin jetzt kein Experte für Schulen, aber in Singapur zum Beispiel weiß ich, dass die sind ja sehr gut, was diese Testergebnisse angeht. Und deswegen wird das oft als Beispiel angeführt. Aber in Singapur selber die kümmern sich überhaupt nicht um diese Testergebnisse mittlerweile, sondern die sagen, wir wissen, wie wir unsere Kids zu den Besten in diesen Tests kriegen können. Aber was wir wirklich machen müssen, ist, dass die kreativ denken, dass die an Projekten arbeiten. Das heißt, die Schulen da sind schon einen ganzen Schritt voraus. Also wenn man da noch diesen Testergebnissen hinterherhängt, glaube ich, ist das die falsche Richtung. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass Lehrer eigentlich sehr kreativ und sehr hart arbeiten, einen sehr schweren Job haben, aber auch wirklich gute Sachen machen wollen in der Schule. Und wenn man denen die Möglichkeiten, den Freiraum gibt, dann kommen die schon, dann kann man da, glaube ich, auch das Vertrauen haben, dass die da gute Sachen machen. Wir haben schon eine Wortmeldung aus dem Publikum, die, glaube ich, genau auf diesen Themenkomplex sich bezieht, weil Sie die Umfragen in den Schulen ja auch gemacht haben. Können wir das Mikrofon gerade mal da in die dritte Reihe geben? Ja, ich hatte zwei Anmerkungen, einmal zu den Arbeitsblättern oder generell zum Erstellen von Materialien und der Qualität. Was ist denn mit Materialien oder Arbeitsblättern, die Lehrer selbst erstellen und dann für ihre Unterrichtseinheiten benutzen? Wer kontrolliert denn die Qualität? Also ich habe noch nie erlebt, dass in meiner Schullaufbahn Arbeitsblätter, die Lehrer selbst erstellt haben, dass die vorher beim Direktor oder sowas vorgelegt werden mussten. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich sehr, sehr viele Arbeitsblätter zum Beispiel zu Hause liegen habe, wo überhaupt keine Quellenangaben sind. Ja, das habe ich zum Beispiel in meiner Lehramtsausbildung gelernt, dass man irgendwie, ne, wenn man ein Bild, also wenn ich selber ein Arbeitsblatt anlege, dass ich unten irgendwie auch angebe, wo habe ich das Bild her etc. pp. Da habe ich sehr viele Beispiele zu Hause von Lehrern, bei denen ich Unterricht hatte, wo das überhaupt nicht gegeben ist. Und da frage ich mich, ne, wo wir reden hier über Open Educational Resources und die Qualität. Und da wird irgendwie gesagt, das muss irgendeinem Amt oder sonst wem vorgelegt werden. Was ist denn mit den Arbeitsblättern, ich sag jetzt mal unter der Hand, die ausgegeben werden? Und dann gibt es ja auch Institutionen, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung, die ja in öffentlicher Hand ist, wo man teilweise auch als Lehrer für seinen Gesellschaftsunterricht ja auch kostenlos sehr gutes Material auch bekommt. Klar, man kann auch preiswert, also es gibt irgendwie unterstützte oder subventionierte Bücher, die man da kaufen kann oder mit Materialien, aber es gibt eben auch sehr viel, die gratis sind, wo ich jetzt sagen würde, das sind jetzt zwar vielleicht nicht OER, aber die kann man da eben auch bekommen. Ja, also das war jetzt so meine Frage zu der Qualitätssicherung, also es ist halt irgendwie schwer, dem nachzugehen, und ich finde das irgendwie ja, eine schwere Frage. Gerne, Frau Lonz.
antworten? Ja, ich habe ein kleines Mikro. Dann habe ich mich eben falsch ausgedrückt. Es ist darum, dass ich eher auch ein Befürworter bin. Es gibt unheimlich viele tolle Sachen, also gerade vom Bundesamt für politische Bildung, viele Sachen im Internet, wo die Lehrer genau sagen, das kann ich gut für meinen Unterricht gebrauchen und setzen das ein und wissen auch, dass das nutzbar ist aus der Erfahrung heraus. Das ist die eine Seite und von daher traue ich denen durchaus zu, aus dem Open Educational Resource, aus den Ressourcen eine Auswahl zu treffen und sagen, genau das nutze ich für meinen Unterricht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man auch als Lehrer, wenn man nicht schon lange im Geschäft ist, lernen muss, auch zu gucken, weil es gibt auch einige Materialien, wo man erst beim zweiten Blick sieht, da ist ein bestimmter Zweck dahinter. Und wie gesagt, es sind viele Lehrer, die das Auge dafür haben und machen das auch im Unterricht. Und auf der anderen Seite muss es aber auch sein, wenn Materialien für eine allgemeine Orientierung jetzt nicht zugeschnitten auf meinen Unterricht, nochmal die Sache, in Mathematik ist das Ganze einfach. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt für politische Bildung, kann ich auch dazugreifen. Aber so einen allgemeinen Standard, wo man sagt, da orientiere ich mich an dieser Sache, da muss man dann auf der anderen Seite auch gucken, ist das, was geboten wird von der Qualität her. Bestreitet aber nicht das, was Sie eben gesagt haben. Sondern das Problem ist, das beides zusammenzubringen. Das Wort jetzt gerne erst nochmal Sabine Frank geben, die sich dazu äußern möchte? Ne, dazu offen gestanden gar nicht. Ich würde gerne noch mal einen neuen Aspekt vielleicht einbringen. Wir haben uns innerhalb der Initiative auch dem großen Bereich der informellen Bildung beschäftigt, weil wir uns ja mit Lernen in der digitalen Welt und Gesellschaft beschäftigen wollen und da noch mal zurückkommen auf den Pinguinforscher, den Neunjährigen. Ich glaube nämlich sozusagen, die kreativen, inspirierenden Beispiele werden wir doch zumindest kurzfristig eher im Bereich der informellen Bildung finden oder da, wo wir eine Überschneidung haben, also wo wir sozusagen universitären Content haben, der aber nicht vielleicht in einer universitären Struktur konsumiert wird, wo wir einfach andere Bildungsformen haben. Das wäre was ich nochmal wichtig finde, weil ich glaube, und das erleben wir auf, vorhin ist das Beispiel YouTube ja auch gekommen, was wir auf YouTube und anderen Videoplattformen sehen, dass es genau da ist, wo Leute mit einer eigenen Idee, mit einer eigenen Leidenschaft sich selbst auch weitergeben und ihr Wissen weitergeben. Und das, finde ich, sollten wir als ganz zentralen Wert eben der digitalen Bildung und Weiterbildung auch sehen und vielleicht gerne auch noch mal als weiteres Element hier mitnehmen. Weil ich glaube, dass wir da auch denn den Weg zurück in die Schulen vermutlich viel einfacher finden, weil er denn von den Schülern kommen wird und gar nicht so aus der Institution raus. Also ich denke, es ist ein gutes Stichwort, weil die Initiative sich ja mit lebenslangem Lernen letzten Endes auch befasst hat, auch mit den Bereichen der Erwachsenenbildung, die eben vielfach ja im nonformalen oder informellen Bereich tatsächlich stattfinden. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage nach der Qualitätssicherung. Und während wir mit solchen Materialien im formalen Bildungsbereich eine gewisse Art der Selbstkontrolle natürlich auch haben, also wenn ungehindert selbst erstellte Materialien mit einem niedrigen Qualitätsniveau sie verbreiten sich einfach nicht in dem Maße. Diese Qualitätssicherung muss in dem Bereich der nonformalen und informellen Bildung ja aus der Gruppe herauskommen. Das, was wir mit der Crowd- oder mit Schwarmintelligenz bezeichnen, führt ja dazu, dass auf YouTube nur die Videos auch tatsächlich eine relativ hohe Zahl von Reichweite erreichen, die qualitätvolle Hinweise darüber geben, wie ich eine bestimmte Software installiere, wie ich ein Problem mit meinem Rechner löse oder ähnliche Dinge, während die Sachen, die schlecht gemacht sind oder kein korrektes Wissen vermitteln, abgesehen mal vom Unterhaltungsbereich, sich eben nicht in gleicher Weise verbreiten. Ich finde, das ist nochmal eine interessante Überlegung, inwieweit können wir denn solche Mechanismen dazu nutzen, um die Qualität von derartigen Lernmaterialien dann zu erhöhen und gleichzeitig auch allen breiter zugänglich zu machen. Ist das ein Weg, mit dem wir Qualität sichern können? Ich bin davon fest überzeugt, wobei das ja doch zurzeit immer noch ein Randthema ist. Die große Frage war ja immer, wollen wir quasi umstellen, weg von den gedruckten Büchern beispielsweise hin zu rein
digitalen Lernmedien? Das ist eine Frage. Welche Rolle hat das Tablet insgesamt? Wir sind der Meinung, die Medienbildung, Medienkompetenzvermittlung muss eigentlich über alle Unterrichtsarten hinweg passieren. Und da stellt man, kommt man an die Grenzen, dass einfach des vorhandenen Personals es nicht wahrscheinlich in der Form kann, wie man sich das wünscht. Dann ist die Frage, ist das alles sinnvoll? Einfach ein Buch zu digitalisieren ist ja nicht das, was wir wollen, sondern es muss ja insofern einen Sinn haben, dass die Anwendungen, die damit verbunden sind, einen deutlichen Mehrwert zu dem eigentlichen Buch bringen. Und da finde ich, fehlt es derzeit noch an Anwendungen, an Anbietern. Da glaube ich auch persönlich, dass wir nicht einfach nur auf die individuelle Produktion Einzelner setzen können, sondern dass man dazu auch nach wie vor Verlage braucht. Dann kommt man ganz schnell an den Punkt und sagt, das verlangt dann aber einem Maße Ressourcen, dass man sich die Frage stellen muss, ist das das Prioritäre jetzt gerade aktuell im Bildungssystem? Das, was Sie jetzt zum Schluss angesprochen haben, davon bin ich fest überzeugt und ich glaube, dass es einen qualitativen Mehrwert für Bildung, gerade auch im Bereich der Schule, aber auch des lebenslangen Lernen bringen wird. Und ich glaube da und vertraue da fest auf das Internet und seine Intelligenz, dass sich dort die qualitativ hochwertigen Dinge durchsetzen, das durchfällt, was die Qualität nicht bringt. Aber ich sehe darin eine zurzeit maximal Ergänzung zu einem Bereich an Bildung. Und das ist ein kleiner Anteil. Ich sehe da jetzt nicht die Priorität drin. Luise, du hattest dich gemeldet. Wieder Worte. Ich muss kurz mich sammeln. Wir betrachten ja das Tablet, welches mobile Endgerät auch immer, als Werkzeug. Als Werkzeug neben anderen in Bildungsinstitutionen, für Bildungsprozesse. Und in dem Fall ist es auch möglich und für uns gut vorstellbar, und da gibt es ganz viele tolle Beispiele schon, beides zu kombinieren, analog und digital. Die Leiden des jungen Werther klassisch in der abgegriffenen Version aus der Schulbibliothek zu lesen und dann die Arbeit zu den Themen kollaborativ an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten, unterstützt durch die digitalen Kommunikationstechnologien aufzuarbeiten und möglicherweise auch fächerübergreifend. Ja? Ich habe vorhin gesprochen von einer Kooperation, wo wir digitale Bildungsmedien produzieren. Und dann fragte mich ein Vertreter von einem Schulbuchverlag, ja, für welches Fach ist das denn dann, was Sie machen? Und da habe ich gesagt, wir begreifen das im Sinne von 360 Grad. Ich kann Ihnen nicht sagen, für welches Fach. Das können Sie am Ende für jedes Fach verwenden. Zwei Wortmeldungen aus dem Publikum. Ich habe Sie hier vorne gesehen. Jens Hansen. Mich würde noch mal interessieren, beziehungsweise es wird ja immer so viel diskutiert, welche Methoden sind am besten, wie kann man das am tollsten machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da scheitert immer so ein bisschen an Verwaltungsapparat oder an Struktur. Oder wieso kann nicht Schule genauso kreativ und experimentell sein wie die Start-up-Kultur? Die probieren Sachen aus, Sachen, die laufen, laufen, die gehen weiter. Sachen, die nicht laufen, werden wieder eingestellt. Da muss man auch nicht so viel diskutieren und gucken und denken, was denn da gut funktioniert, sondern man probiert es aus und dann, was läuft, läuft und was nicht läuft, läuft nicht. Und ich weiß nicht, ob da auch so ein bisschen dran gearbeitet wird, wie man da diese Gesamtstruktur irgendwie so ein bisschen ändern kann, damit eben Lehrer, die ja auch wirklich engagiert und kreativ sind, auch eben diese Freiräume nutzen können. Wir nehmen die zweite Frage gleich noch mit dazu. Ich hoffe, dass sie nicht ganz weit weg von dem Thema geht. Naja, also ich hoffe es jetzt auch nicht. Nein, ich möchte nochmal ganz provokant was zum Thema Digitalisierung von Schulbüchern fragen. Wir beschweren uns immer darüber, dass die Kinder so viel zu schleppen haben. Ich meine, natürlich sind die Hersteller von Schultaschen daran interessiert, dass das auch so weitergeht. Aber
ganz platt gesagt, wenn ich statt einem Physikbuch, einem Mathematikbuch und so weiter, ich nehme mein Tablet. Ich habe Kindles und was auch immer, das setzt sich ja ohnehin durch. Also allein das wäre aus meiner Sicht schon den Gedanken wert, einen Einstieg da rein schon zu schaffen. Art 1. Art 2, ich stimme Ihnen absolut zu. Die Schulen müssen aus meiner Sicht mehr Freiheit bekommen, in der Vermittlung ein eigenes Profil zu entwickeln. Und da ist eben häufig, ich sage jetzt mal, die Verwaltung, die Institutionen eben dagegen oder problematisiert das sehr stark. Wir haben das ja in einzelnen Fällen auch schon gehört, zum Beispiel mit der Einführung von Tablet-Klassen, wo dann gesagt worden ist aus dem Kultusministerium, das wollen wir so nicht haben. Ja? Da muss es möglich sein, einfach mehr, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, also die technischen, das auch entsprechend im Unterricht einzusetzen. Nicht anstelle von, sondern mit den anderen Formaten, die wir haben. Ob es das Experiment ist oder. Ich will das jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Ja, ich denke, das ist beide Anregungen sind ganz gut, um schon noch einmal in eine Runde einzusteigen. Ich weiß, dass Sabine Frank relativ pünktlich gehen muss. Okay, gut. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt eine Runde einmal übers Podium zu genau dieser Frage. Wie viel experimentellen Spielraum kann man sich denn tatsächlich vorstellen in der Schule? Ich habe wohl auch im Ohr, dass man dem deutschen Bildungssystem vorwirft, dass es keinen Bereich gibt, in dem so viel experimentiert würde und nach kurzer Zeit wieder bestimmte Arten von Schulformen, verkürzte Bildung, verlängerte Bildungswege wieder einzustampfen, um die nächste Sau durchs Dorf zu treiben. Also können wir so viel Experimentelles erlauben, wie der Herr hier in der dritten Reihe, Herr Hansen, angeregt hat? Schulen genauso wie Start-ups, wenn es nicht läuft, machen wir morgen was Neues? Also schwierig zu beantworten. Das ist wirklich auch gar nicht mein Fachgebiet. Ich glaube, dass es letztlich gar nicht so kompliziert ist, wie die Entscheidung K8 oder K9. Und da haben wir es ja gemacht und sind uns jetzt auch unsicher, ob das richtig ist. Weil es geht ja nicht darum, dass wir darüber diskutieren, sind die Bildungsinhalte die richtigen, sondern wir diskutieren darüber, ist die Form der Vermittlung immer noch zeitgemäß? Oder können wir nicht ergänzen zu dem, was wir machen, nicht noch andere Sachen machen? Und da wünschte ich mir schon mehr Revolutionäres, wobei ich das eigentlich gar nicht so revolutionär finde, weil es geht ja nicht darum, in Frage zu stellen, ob die Bildungswerte, die wir haben, die richtigen sind. Das wäre vielleicht revolutionär. Aber das sehe ich gar nicht so. Insofern würde ich mir einfach mehr Mut wünschen und mehr, wir haben es einleiten, glaube ich, von dir und immer wieder in den Keynotes auch gehört, mehr Positives. Stefan Aufenanger hat es gesagt, nicht so viel Skeptizismus, sondern lass uns doch erstmal die Chancen sehen und die Möglichkeiten sehen. Und das hat vielleicht auch was mit Revolution zu tun. Insofern würde ich sagen, ja, und ich war nur so zögerlich, weil ich glaube, es ist eigentlich nur ein extra Schritt und gar nicht dieses neue Weltbewegen. Ne? Ich glaube in der Tat, dass wenn wir den Schritt gehen, wir Möglichkeiten eröffnet bekommen. Viele der Sozialkompetenzen, wo wir von Philipp Schmidt gehört haben, dass es nämlich das Eigentliche ist, was Bildung leisten muss, hinzugewinnen zu bekommen, weil wir das Ganze miteinander durch das kollaborative Arbeiten tagtäglich praktisch sozusagen schulen können und das sehr viel unterhaltener, als es heute der Fall ist. Also die kurze Antwort ist, wenn das Revolution ist, müssen wir Revolution auf jeden Fall fordern und klare Antwort ist ja. Herr Kretschmer? Bildungssystem sollte man sich immer vor Revolutionen hüten. Ist alles schiefgegangen bisher. Hat meistens nichts gebracht. Aber sehen Sie, das habe ich gesagt, bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt eine Revolution ist. Aber genau. Wir sind ja gar nicht so. Aber weit das ist, wollte ich gerade sagen, aber das ist alles überhaupt keine Revolution. Sehen Sie? Sondern das ist das Natürlichste, was Bildungssystem immer gemacht hat. Nämlich das, was Gegenwart ist und das, was Zukunft hat, was Wirklichkeit ist, im eigenen System zu spiegeln und damit umzugehen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist doch überhaupt keine große Sache. Und da muss man als Politik dafür den Freiraum schaffen, dass sie das auch können, die Lehrer mit den Schülern und untereinander. Und dass das eine Selbstverständlichkeit wird. Deswegen meine Vorstellung ist, dass der Einsatz
in allen Fächern und über alles ganz selbstverständlich von den Lehrern, von den Schülern genutzt wird. Und das braucht man auch gar nicht so großartig verordnen, sondern das passiert aus meiner Sicht schon selbstverständlich. Wenn Sie sich anschauen, Facebook ist ja vorhin genannt worden oder Twitter, das nutzen die Schüler heute. Wenn man sich vorstellt, wie heute auch Interaktion zwischen Lehrern und Schülern passiert über die Zeit, in der diejenigen in der Schule sind, dann merkt man auch, dass sich da auch dadurch vieles verändert. Das ist alles positiv. Ich finde nur deswegen warne ich vor Revolution, dass man zu viel auf einmal will. Und dann gehen die Dinge schief. Es hat aus meiner Sicht auch gar keine so große Priorität, jetzt alles auf ein Tablet zu bringen. Sondern die Dinge müssen halt alle immer einen besonderen Zusatzwert haben. Und ich finde spannend, wenn Sie über die Lern- und Lehrmittel sprechen, die individuell produziert werden, die dann genutzt werden. Mal klar, wenn man jetzt ein Bild irgendwie rauskopiert aus einem Lehrbuch und das als eigenes Arbeitsblatt verwendet, ist halt schwierig, weil irgendwie hat das doch was mit Urheberrecht zu tun. Aber es gibt ja auch Leute, die wirklich selber was produzieren und das dann teilen. Und möglicherweise, wie gerade gesagt, das muss ja alles gar nicht kostenlos sein. Im Gegenteil, gibt es neue Geschäftsmodelle. Das ist doch auch dann interessant und spannend. Und dann, glaube ich, werden wir in 5 Jahren ganz anders darüber diskutieren, wenn die Dinge völlig anders und normal eingesetzt werden. Aber noch einmal, das Entscheidende ist, dass heute in der Ausbildung das auch wirklich anders vermittelt wird. Und ich rede deswegen über das System Bildung so intensiv, weil ich einfach total unzufrieden bin, wie in Deutschland derzeit die schulische Bildung aussieht. Ich glaube, wir haben so enorme Nachholbedarfe und müssen eine solche Kraft aufwenden, um einfach nur den Status quo in ein vernünftiges Lot zu bekommen. Und dann ist das eine Sache, die kommt da doch oben drauf. Die ist total notwendig, aber die kommt noch oben drauf. Aber der Rahmen, auf dem das Ganze basiert, stimmt aus meiner Sicht nicht. Und das nicht nur in Berlin nicht, sondern an vielen, vielen Stellen in der Bundesrepublik. Erstmal Luise Ludwig das Wort, damit wir einmal diese Runde Experimente kurz machen. Zum einen möchte ich darauf kurz eingehen. Ja, Schülerinnen und Schüler nutzen Facebook und Twitter, mehr Facebook als Twitter. Und sie bereiten sich zu Hause auch mit den digitalen Medien auf Schule vor. Sie bereiten Unterricht so vor, sie nutzen sie halt bloß nicht in der Schule, weil sie die Möglichkeiten nicht haben. Und dann auf die Frage hin, Start-up-Charakter, ja. Ich begleite wissenschaftlich Projekte zum Tablet-Einsatz derzeit. Und ich erlebe in jeder Unterrichtsstunde, in der ich dabei bin, ein kleines Start-up. Ja? Sei es die mangelnde Infrastruktur, weil die WLAN-Ausleuchtung nicht da ist und dann die Schülerinnen und Schüler eigene Hotspots aufmachen, zum Teil vom Lehrer unbemerkt. Ja? Der Satz funktioniert leider nicht und die Schüler sind aber schon lang drin. Ja? Um nur ein ganz praktisches Beispiel zu nehmen. Ja, ich erlebe da eigentlich in jeder Stunde ein neues kleines Startup. Von daher passiert das. Und ich war immer eigentlich eine Skeptikerin von Bring Your Own Device und ich bin auch immer noch ein bisschen dieser klassischen OER-Debatte. Aber nach dem heutigen Tag, ich war am Anfang heute Morgen beim Empfang von D21 und habe da den Vortrag des Kommissionsvorsitzenden der Internet-Enquete gehört und nach dem Tag heute sage ich, ich werde allen sagen, macht Bring Your Own Device, sagt euren Schülern und den Eltern, kauft die Geräte, nehmt Kredite auf, bringt sie einfach selber mit in die Schule drauf zu warten, dass das passiert, das wird nichts und gestaltet eure Lehr- und Lernmaterialien selber, weil dann kommt ihr einfach voran. Das ist mein Fazit des Tages. Herr Schmidt. Vielleicht ist es eine ganz gute Idee, ein Innovationsansatz wäre vielleicht ein bisschen Freiraum zu schaffen, so wie Google das zum Beispiel macht mit dem 20%, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber dass quasi die Leute, die da arbeiten, 20% ihrer Zeit damit verbringen können, was sie wollen. Und da sind ganz viele tolle Produkte bei rausgekommen, die dann auch Google-Produkte wurden. Vielleicht kann man in der Schule da so einen Freiraum schaffen, dass man sagt, okay, wir machen weiter mit dem Status quo, den man ja
wo es ja ganz wichtig ist, dass man da die Augen auf der Realität behält, dass man auch nicht zu viel verändert. Und gesagt aber 20%, da können die Leute machen, was sie wollen und dann können die Eltern vielleicht mitentscheiden oder die Schüler entscheiden mit oder die Lehrer stimmen am Ende des Jahres oder jeden Monat ab, was sie machen wollen oder so. Vielleicht kann man also so ein bisschen Startup-Kultur da reinbringen, aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, danke. Ich bin da sehr hin und her gerissen. Also, und zwar möchte ich ganz kurz skizzieren, warum. Ich bin eine ganz große Freundin davon zu sagen, Freiraum für auch das selber ausprobieren, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass nur deswegen, weil ich sag mal, es sich eine Mehrheitsmeinung gebildet hat, über wie man das Multiplizieren zu lehren hat, das noch lange nicht heißt, dass das für alle Beteiligten an diesem Bildungsprozess der richtige Weg ist. Das kann auch für unterschiedliche Lehrer und Lehrerinnen unterschiedlicher Ansatz sein. Da unterscheiden sich auch Kinder und Schüler und Schülerinnen da drin, wie sie das lernen können und lernen wollen. Und das muss ich berücksichtigen. Von daher muss ich diesen Freiraum immer haben. Und ich finde die Vorstellung zu sagen, 20% oder was anderes, in dem Punkt eine sehr reizvolle. Ich sehe allerdings sehr behindert durch eine Tendenz, nämlich diese grandiose Verliebtheit in die Ergebnisse der sogenannten empirischen Wende in der Bildungspolitik. Wir haben uns ja sowas von verliebt in das Messen, Zählen, Rechnen von sogenannten Bildungserfolgen, die auch nur noch ganz wenig abgebildet sind mit dem, was eigentlich zumindest der Grundkern eines gesellschaftlichen Konsens über Bildungswerte, wie Sie angesprochen hatten, sind, sondern eher vor allem darauf orientiert ist, was ist denn messbar? Und wo ich sage, damit habe ich dann einen Zielkonflikt. Wenn ich sage, ich möchte, ich sag mal, von mir aus horrend gute Iglo, Pisa oder wie sie alle heißen, Ergebnisse und will daran auch Erfolg von Bildungspolitik messen, habe ich ein Problem, wenn ich sage, ich traue mich, den Freiraum zu geben, zu experimentieren. Ich persönlich stehe dann immer auf der Seite zu sagen, lieber etwas mehr Experiment, weil wir die Vielfalt brauchen. Und ich viele Pädagogen, Pädagoginnen und andere kenne, die einfach auch natürlich im Austausch mit anderen stehen und sagen, was funktioniert denn bei dir gut? Was kann ich denn auch von dir lernen? Das ist genau die Kultur von Bildung, von Lernen, von gemeinschaftlich, die ich auch unterstützen möchte. Ich habe allerdings noch einen kleinen weiteren Punkt, wo ich sage, da gilt es ein bisschen aufzupassen. Ich habe aus der Politik heraus auch eine gewisse Form, ich sag mal, von Sicherstellungsauftrag. Das Start-up-Bild hat ja auch immer die Möglichkeit des Scheiterns drin. Und da, glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein, weil, ich sag mal, wenn ich mich selber als Gründer, Gründerin oder Ähnliches darauf einlasse, zu sagen, ich mache das jetzt, ich mache ein Start-up, was ich sehr begrüßenswert finde, wir sind in vielen Punkten immer noch viel zu risikoaversen Kultur für solche Sachen. Mit viel zu wenig Experimentierlust. In der Bildungspolitik, wenn ich mir Schulen angucke und sage, ich habe eine Einzugsbereichsschule und da habe ich mein Kind einzuschulen und da habe ich nicht viel Auswahl, dann muss ich dafür sorgen, dass jenseits von aller Experimentierlust auf jeden Fall aber auch grundsätzlich ein Angebot an guter Bildung vorhanden ist. Von daher finde ich den 20%-Vorschlag total reizvoll. 20% Magie können wir machen. Magie, ja, Magic. Dann kriege ich wieder eins auf den Deckel auf Twitter, weil ich mich für Magie ausgesprochen habe. Ja, ja. Frau Lund. Ja. Kurzes Statement zu den Experimenten. Genau, zu den Experimenten. Erfahrung. Also, ich möchte mal zwei Sachen auf den Punkt bringen. Erstens, das Experiment hat Rheinland-Pfalz 2007 begonnen. Das heißt, wir haben nicht nur in zwei Schulen, sondern flächendeckend mobile Geräte mit interaktiven Whiteboards in die Schulen gebracht und sie nicht einfach nur hingestellt, sondern Eltern, Schüler und Lehrer mit auf den Weg genommen. Und ich könnte Ihnen jetzt Stunden erzählen, was da Kreatives draus entstanden ist. Nämlich, worum geht's? Und da stimme ich Ihnen auch zu. Es geht ja darum, dass den Rucksack unserer Schüler auf die Welt, in der sie jetzt schon leben, zu füllen. Sie also, für die ist die virtuelle Welt die reale. Die machen das schon. Lernen, ist das revolutionär? Lernen mit Medien revolutionär oder überfrachtet? Das stellt sich bei den Schülern nicht. Die tun das und die tun das immer früher. Und vor einigen Jahren war schon der Tenor, dass man gesagt hat, diese Schüler, die muss man mit allen Beteiligten an der Schule und vor allem auch die Lehrkräfte
mitnehmen. Die Schulen, die damit besonders ausgestattet wurden, die haben Medienkonzepte entwickelt. Wir haben Peer-to-Peer-Leute, das heißt, wir haben Medien-Scouts, also Schüler, die anderen Schüler kritisch verantwortungsvoller Umgang im Internet beibringen. Netzwerke gebildet, wo Verbraucherzentralen dabei sind. Und von daher möchte ich sagen, also ich bin mit vielen Schulen sehr, sehr zufrieden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben höre mit Strukturen, die verändert wurden, jetzt muss man sagen, zum Beispiel die Strukturreform Realschule Plus hat auch dazu geführt, dass das eine der ersten Unterrichtsprinzipien informatische Bildung ist, wo Jugendmedienschutz als Kompetenzziel verankert wurde für alle Schulen, wo denen die Möglichkeit geboten wurde, Profile zu bilden, zu sagen, ich lege da meinen Schwerpunkt, wo Freiräume gegeben wurden und da passiert was. Da passiert nichts an 1600 Schulen, aber an ganz, ganz vielen Schulen. Und die machen das dann und kriegen auch, haben auch die Unterstützung bekommen von allen Seiten. Und dann funktioniert es. Und in dem Fall, man muss nicht immer warten. Es gibt wirklich Fälle und ich kenne auch noch andere Bundesländer, wo solche Sachen auch passieren. Ja, wenn die mit alle mit ins Boot nehmen, dann passiert was. Natürlich nicht an allen 1600 oder an 6000 Schulen. Aber ich könnte Ihnen ganz viele Sachen erzählen, wo ganz tolle Sachen passieren. Ich weiß nicht, die Frau Friedrich zum Beispiel hat ihr vom Paulskirchenprojekt, dass ein Geschichtslehrer an einem Gymnasium mit seinen Leuten Historiker aufarbeitet, indem die mit einem Twitter-Account eine politische Stellung mit 140 Zeichen darlegen mussten von der Frankfurter Paulskirche, von unserer Demokratiegründung. Das sind so Sachen und das sind tolle Sachen und die passieren. Und die trauen sich auch und natürlich gehört da eine Menge Unterstützung dazu. Und wenn man das hinkriegt, dieses Netzwerk, dann ist es schon passiert und es passiert. Und nicht nur in Rheinland-Pfalz. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung aus dem Publikum und dann haben Sie alle noch die Chance für einen Satz, aber wir hören jetzt erstmal die Frage hinten. Die Frage oder das Statement? Ja. Nee, schon eine Frage. Ambos, mein Name von der Messe Berlin. Sie hatten eben die Freiheitsgrade, Herr Schmidt, ja angesprochen, die man vielleicht braucht, um dann auch Grenzen letztendlich auch kennenzulernen. Auf der anderen Seite sagten Sie, 20% Freiheit sollte man in der Schule einführen. Ich bin jetzt um die 50, war auf einer Montessori-Schule und ich habe das schon offensichtlich vor 25 Jahren erlebt. Wo ordnen Sie die Montessori-Schulen mit den mindestens 20% Freiarbeitszeiten in Ihrem pädagogischen Profil ein? Ich weiß, dass ich offiziell offensichtlich den Antrag gemacht habe, dass deutsche Schulen 20% Innovation einführen, aber ich finde die Montessori-Schule-Idee super. Ich finde auch, es gibt ganz viele andere alternativen Schulformen, die es auch schon seit vielen Jahren gibt, die gut funktionieren und manche funktionieren vielleicht auch nicht so gut. Also das war einfach nur, ehrlich gesagt, eine Reaktion hier auf die Wortmeldung, dass vielleicht ist das eine Art und Weise, wie man ein bisschen mehr Innovation in Schulen reinbringen kann, die vielleicht starrere Strukturen haben. Und ich muss auch sagen, ich habe vor vielen Jahren mal das Buch Die grüne Wolke gelesen von dem A.S. Neal, der diese Somerville-Schule oder Summerhill, genau, in England gegründet hat. Und da war ich auch noch, also was weiß ich, so wie alt man da ist, wenn man das liest, aber da war ich schwer beeindruckt von dem Buch. Das hat mich echt... Das hat mich auch irgendwie geprägt, denke ich. Und da gibt es also Leute, die auf so, herzlichen Glückwunsch, dass sie da die Chance hatten, auf so einer Schule zu gehen. Ich möchte auf keinen Fall 80% Nicht-Innovation in die Montessori-Schule einführen. Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt zum Schluss die 20% sowohl als Innovation als auch als Magie bezeichnet haben. Beides bietet ja dann eine Menge Möglichkeiten. Parteien, richtig, da sind wir auf einem wunderbar guten Weg. Herr Kretschmer hat vorhin gesagt, er glaubt, in 5 Jahren ist das überall soweit. Wir wissen, dass im Moment die Realität nicht überall so ist, wie Frau Lonz das beschrieben hat. Das ist eher noch eine Vision und ich finde 5 Jahre viel zu lange und trotzdem glaube ich, dass es nicht mal in den 5 Jahren gelingen wird. Deshalb möchte ich Sie jetzt alle zum Schluss noch einmal um eine zeitliche Perspektive auch bitten. Die Diskussion stand ja unter dem Motto Lernen mit digitalen Medien.
wird in welchem Zeitraum Wirklichkeit, weil, kannst du den Satz mal ergänzen, Lernen mit digitalen Medien wird in x Jahren Wirklichkeit. Heute schon Wirklichkeit, weil es in vielen Schulen Realität ist, aber noch mehr als, als Idealszenario ergänzend zu dem, was wir haben, von uns als Gesellschaft und auch politisch so verstanden werden muss, weil, sehr schlau, ne? Weil, noch kein Punkt, weil ich in der Tat glaube, dass wir viele unserer Kernkompetenzen, die wir beschrieben haben, ja vorhin, wie ich vorhin schon gesagt habe, extrem viel besser über kollaboratives Miteinander, kreatives Lernen und auch Erfahren hinbekommen als über klassische Lernmodelle. Punkt. In 5 Jahren? Mach's kürzer. Ich glaube, das Lernen mit digitalen Medien wird viel schneller und viel umfassender kommen und passieren, als wir alle glauben. Jetzt. Jetzt. Danke. Ja, ich freue mich in 5 Jahren, das Media Lab in Berlin besuchen zu können. Sehr schön. Na, ich würde sagen, wir arbeiten dran. Nein, aber ich würde das definitiv unterschreiben, Lernen mit digitalen Medien findet jetzt statt. Und ich sehe das auch nicht als Sache, die irgendwie als weitere On-Top-Anforderung zusätzlich zu dem, was das Tagesgeschäft ist, zu erledigen ist, sondern das ist einfach Realität. Und das sind nicht nur, ich sag mal, Menschen, die jetzt in die Grundschule gehen, die diese Realität leben, sondern auch Menschen, die schon 3 Tage aus der Schule raus sind. Dem kann ich mich nur anschließen. Lernen mit digitalen Medien findet jetzt statt. Ich füge noch hinzu, es findet immer früher statt. Und wir dürfen nicht unser Ziel aus dem Auge verlieren, dass es genau darum geht, unsere Zielgruppe zu begleiten von Anfang an. Weil man darf auch nie vergessen, auf der anderen Seite ist es auch eine Riesenüberforderung. Es ist ganz wichtig, Kompetenzen zu besitzen, um damit umzugehen und damit das auch anwenden zu können und sortieren zu können und auch mit digitalen Medien lernen zu können. Jetzt hat mir Philipp Schmidt signalisiert, dass er das allerletzte Schlusswort haben möchte. Sie haben ja das letzte, aber ich habe nur einen Satz. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt immer 1000 Gründe, was nicht zu tun. Und manchmal gibt es nur einen Grund, was zu tun. Aber wenn man den Grund wirklich gut findet, dann sollte man das trotzdem tun, denke ich. Und ja, das ist so mein Schlusssatz. Vielen Dank, nicht nur für den Schlusssatz, sondern an alle in die Runde. Vielen Dank ans Publikum, dass Sie so lange uns zugehört haben. Und ich glaube, mit diesem Schlusssatz können wir tatsächlich alle rausgehen und in der Initiative weiterarbeiten. Es ist ja heute schon angesprochen worden, wir arbeiten nach der Abschlussveranstaltung am Abschlussbericht, haben uns etwa 3 Monate, glaube ich, noch gesetzt, bis er dann fertig vorliegen soll. Okay, 2 Monate. Also in 2 Monaten können Sie damit rechnen, den Abschlussbericht der Initiative Lernen mit digitalen Medien, Lernen in der digitalen Gesellschaft, so, dann tatsächlich, dass der vorliegen wird. Und für heute bedanke ich mich, dass Sie dabei gewesen sind. Gibt jetzt draußen noch einen kleinen Empfang und dann können wir vielleicht noch mehr von diesen kleinen Geschichten, Lehrer, Paulskirche, Schule und ähnliche interessante Punkte, die magische Momente einfangen und aufgreifen, untereinander austauschen. Dankeschön.